kümmere mich darum. Alten Zwergendialekt verfasst. Falls ihr weitere derartige Inschriften findet, könnte ich sie vielleicht übersetzen. Ein magischer Wirbel. Mit ihm können wir die Energie sichtbar machen, die zu den Lichtern Alethens strömt. Könnt ihr sie sehen? Könnt ihr dem Weg folgen? Ich dachte immer, die Zwerge seien geistlos, ohne jegliche Magie. Aber dieser Ort ist überwältigend. Selbstverständlich. Die Kadasch-Zwerge wussten nicht einmal, dass hier einst Elfen gelebt hatten. Wäre das nicht bemerkenswert genug, um in den Erinnerungen festgehalten zu werden? Wenn ich wieder zurück bin, sollte ich die Geschichte der Zwerge... Was ist das? Faszinierend. Irgendeine Art Monument vielleicht. Stirb! Wo ist meine Pizza? Entschuldigt, ich werde es mir nicht Ich glaube, hier ist irgendwas. Ups, hier ist nichts. Thank you.
magische Energie, die von den Lichtern Arlethens angezogen wird. Ich glaube, dieser Ort könnte der richtige sein. Auf der Schriftrolle also bedeutet. Würde man in einem Feld voller Sterne stehen. Und sie zeigen uns den Weg. Es ist eine seltsame Vorstellung, dass die Zwerge den geflohenen Elfen aus Arlethen in dieser Dunkelheit Zuflucht gewährt haben. Die trockene Gemütlichkeit. Achtet darauf, wohin sie sich bewegen. Achtet darauf, wohin sie sich bewegen. Würde man in einem Feld voller Sterne stehen. Und sie zeigen uns den Weg. Rückblickend betrachtet, hätten wir wohl mit dieser Art von Widerstand rechnen müssen. Es ist, als würde man in einem Feld voller Sterne stehen. Und sie zeigen uns den Weg. Es ist, als würde man in einem Feld voller Sterne stehen. Und sie zeigen uns den Weg.
Diese Steinbearbeitung. Mauerwerk. Seht euch nur. Wir sehen die magische Energie, die von den Lichtern Arlethens angezogen wird. Oh, ich wette, hier werden wir fünf. Was ist das? Was wir alles tun können, wenn wir diese Magie nicht verloren hätten. Die Schlacht wartet! Ich wünschte, wir könnten mit diesen Ahnen sprechen, anstatt sie zu töten. Hier drüben vielleicht. Meine Leute nicht angenehm gewesen sein, sich da so viel Fels zu verstecken. Ihr wart also noch nie draußen? Das ist das erste Mal? Nein, natürlich war ich schon draußen. Aber es war schrecklich. Wir mussten Dehnübungen machen. Ich habe geschwitzt. Und überall war Dreck. Während meiner Zeit als Schüler dachten unsere Lehrer, es würde uns gut tun, mindestens einmal die Woche an die frische Luft zu kommen und ein paar Übungen zu machen. Sonne und frische Luft sind gut für euch. Wisst ihr, wovon die frische Luft im Sommer voll ist? Mücken. Und sie gieren nach frischem, zartem Magierfleisch. Es ist gut, das sofort zu erledigen.